Immobilien, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Um diese Themengebiete dreht es sich eine weitere Veranstaltung von Kutan Immobilien aus der beliebten Vortragsreihe Immobilien am Abend. Das Frankenthaler Kunsthaus war bis auf den letzten Platz gefüllt und dass das Interesse an der Veranstaltung groß war, unterstrichen auch die qualifizierten Fragen des Publikums. Ja, ein Kompliment an die Frankenthaler. Da waren einige dabei, die sich schon sehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das habe ich an den sehr qualifizierten Fragen gehört. Und der Herr Weinsheimer hat mir sehr gut gefallen, kurz und knackig, humorvoll, sehr detailliert auch zum Teil, wo es nötig war und in der Breite die Informationen gegeben, dass jeder genau quasi eine Handlungsanleitung hat, wie er das Thema angehen kann. Zum Thema referierte Notar Michael Weinsheimer, der abermals die Dringlichkeit der Thematik hervorhob. Häufig stimme nämlich die gefühlte Rechtslage mit der tatsächlichen nicht überein. Ich glaube, im Wesentlichen Informationen über Themen, die alle angehen, über Krankheit, über Tod. Vielfach schiebt man dieses Thema weg. Heute haben wir gehört, dass es wichtig ist, Vorkehrungen zu treffen, sich mit der Thematik sich zu befassen, weil es eben nicht so ist, dass zum Beispiel ein Ehegatte für seinen anderen Ehegatten handeln kann, sondern dass häufig dann die Situation einer Betreuung eintritt, dass das Gericht sich mit der Sache befasst und hier gilt es, Vorkehrungen zu treffen. Auch das Publikum zeigte sich mit der Qualität des kostenlosen Vortrags hochzufrieden. Als nächstes informiert Kutan Immobilien auf dem Frankenthaler Bausalon im Februar unter anderem über Tipps für Privatverkäufer von Immobilien. Ich fand, es war eine sehr informative Veranstaltung. Man hat ja oftmals gar nicht so die Kenntnisse in rechtlicher Hinsicht, welche Fallstricke auf einen warten können, wenn man die Dinge nicht regelt. Vor allem, wenn man in komplizierteren Familienverhältnissen, zum Beispiel in einer Patchwork-Familie, geschieden oder Ähnliches lebt. Insofern ein Augenöffner und man kommt schon ins Grübeln und weiß, man muss da mal etwas tun und hat jetzt auch ein paar Hinweise, wo man erstmal eine Anlaufstelle hat. Das finde ich sehr gut.